Servus zusammen, heute wandern wir auf den Hahnkampl im Karwendel. Wir parkten auf dem großen Wanderparkplatz am Ahornboden, von wo wir über Binsalm und Binssattel den Hahnkampl überschreiten und in einem kleinen Rundkurs wieder den gleichen Weg absteigen. Es handelt sich hierbei um eine mittelschwere Wanderung, die meist über einfache Vorstraßen und Wanderwege verläuft, auf dem Hahnkampl grad aber teilweise ausgesetzt und mit Drahtseil versichert ist. Wir brauchen ca. 4,5 Stunden, um 900 Höhenmeter auf einer Strecke von 10 Kilometer zu überwinden, haben mit der Binsalm aber eine Einkehrmöglichkeit, die direkt auf dem Weg liegt. Heute ist der riesige Parkplatz am Ahornboden recht leer, da am Abend das Deutschland-EM-Spiel war. Umso besser für uns. Wir folgen dem Steig am Binsbach nach oben, wer möchte kann jedoch auch die Vorstraße weiter vorne hochgehen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Video aus dem Oktober, bei dem wir nur den Vorgipfel des Hahnkampls besucht haben, da mein Begleiter ein bisschen Angst hatte. Aber dieses Mal habe ich jemanden dabei, den das nicht stört. Nach einer Viertelstunde erreichen wir dann die Vorstraße und haben auch schon bald die ersten Ausblicke auf Gamsjoch und Gumpenspitze. Wir nähern uns der wunderschönen Binsalm, die von Mai bis Ende Oktober offen hat und alle wichtigen Essensangebote hat, die man in den Bergen erwartet. Ihr könnt auch hier übernachten und mit euren Kindern die Tiere besuchen. Vorbei geht's an der einzigartigen Kapelle, die wie eine steile Pyramide aussieht, und dann den Wiesensteig auf der linken Seite hoch. Ihr könntet natürlich auch den Forstweg außen herum nehmen, der ist aber länger und dafür aber weniger steil. Auch hier kann man sich wieder entweder für den einfachen Steig linker Hand entscheiden oder für die Vorstraße. Wir nehmen den Steig und gehen dann später die Vorstraße wieder runter. Hier nun ist die Abzweigung, die den Anfang und das Ende des oberen Rundkurses markiert. Es ist eigentlich egal, in welche Richtung man zuerst geht, der linke Steig ist jedoch etwas einfacher. Steil geht es die Serpentinen hinauf und man darf sich nicht von den äußerst schönen Aussichten zu sehr ablenken lassen. Nach etwa einer halben Stunde steht man dann auf dem Binssattel und wird geradezu überwältigt von dem Sonnjoch, das sich vor einem ausbreitet. Doch schon nach einer kurzen Pause kommen wir nun zum Endanstieg über den Grat. Dieser ist voller schöner Alpenblumen und Latschen. Alpenrosen, Enziane und auch Trollblumen begleiten uns den ganzen Weg nach oben. An mancher Stelle muss man tatsächlich auch Hand anlegen. Das ist für geübte Wanderer kein Problem, wer jedoch Anfänger ist, für den könnte das doch ein bisschen schwieriger sein. Zwischenzeitlich trifft man auch auf den Aufstiegsweg vom Falzturntal, dieses erreicht man vom Aachensee her. Und wir genießen hier oben natürlich auch die schönen blauen Enziane, die weiter unten schon verblüht sind. Der Aufstiegsweg hier oben wird von der Lamsenspitze dominiert, die sich in ganzer Pracht zeigt. Und mit dem Ziel im Blick müssen wir nur noch ein paar Schrofen überwinden. Es ist auch ein bisschen bröselig, aber normalerweise auch kein Problem. Nach guten 2,5 Stunden erreichen wir dann endlich den Gipfel des 2080 Meter hohen Hahnkampl. Und jetzt gönne ich euch erstmal Karwendel pur. War das nicht unfassbar schön? Aber noch gibt's mehr zu sehen. Wer sich unsicher ist, sollte allerdings den gleichen Weg wieder absteigen, denn wir wollten über die schweren Stellen des Grates absteigen, die dann drahtseilversichert sind. Gegenüber dominiert jetzt erstmal der raue Knöll und wie der Name schon sagt, ist es wirklich ein rauer Geselle, denn hier kann man eigentlich fast nur mit schweren Klettereien hochkommen und das ist für den normalen Wanderer überhaupt nichts, also vergesst das gleich einmal. Es wird immer ausgesetzter, wie man sieht, und nach ein paar Minuten Gehzeit erreichen wir schließlich die drahtseilversicherten Stellen. Diese sind aber für Geübte eigentlich überhaupt kein Problem. Ich zeige euch kurz, wie ich die Schlüsselstelle abgestiegen bin. Es gibt eigentlich nur eine Stelle, wo es ein bisschen kritisch ist. Wenn man loslassen würde, würde man natürlich runterstürzen, aber wenn man sich gut festhält und jetzt keine Höhenangst hat, dann passiert eigentlich nichts. Ganz klein im Hintergrund sehen wir die Lamsenjochhütte, die wir in Zukunft auch noch besuchen werden, da von dort aus weitere unvergessliche Wanderungen möglich sind, wie zum Beispiel zu der Lamsenspitze, die sich hier gerade versteckt. Hier kreuzen sich die Wege, wo man linker Hand eben zur Lamsenjochhütte rübergehen könnte und rechts kann man wieder absteigen zum großen Ahornboden. Und schließlich aber endlich steigen wir durch das Tal wieder zum Parkplatz hinab und sind recht zügig nach unten gekommen. Der Auf- und Abstieg bietet bereits wunderbare Ausblicke auf die umliegenden Berge, hat jedoch bis auf den Grat wenige spannende, herausfordernde Stellen. Die Aussicht auf dem Gipfel wiederum ist einfach herrlich und wird nur von den umrahmenden höheren Bergen ein klein bisschen in der Weitsicht gedämpft. Bei der Natur kommt man im Karwendel natürlich immer auf seine Kosten. Wenig Verbauung, aber dafür umso mehr Gamsen, Enziane, Bäche und Wälder. Die Wanderung ist auch eigentlich recht leicht, verlangt aber doch etwas Ausdauer ab und wer den drahtseilversicherten Grat geht, muss doch auch ausgesetzte Stellen überwinden. Wir haben hier also eine mäßig schwere Wanderung im Herzen des östlichen Karwendels mit wirklich lohnenswerten Ausblicken. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Servus!